Und jetzt machen wir hier bei Galileo ein besonderes Experiment. Wir halten die Zeit an und ändern die Geschichte. Mein Kollege Stefan Gödde reist dazu in die Vergangenheit und verhindert heute eine der größten Raumfahrtkatastrophen. Denn ein winziges Detail kann den Absturz des Space Shuttles Challenger verhindern. Aber welches? Heute wird die NASA Geschichte schreiben. Hier ist die Mission Control. Raketen starten. Der Start der Challenger ist ein weltweites Ereignis. Zum 10. Mal hebt sie ab. Zum 1. Mal mit einer Zivilistin an Bord. Triebwerke volle Kraft. Doch irgendetwas stimmt nicht. Und dieser Mann ahnt es schon. Ein Moment, der Geschichte schreibt. 73 Sekunden nach dem Start explodiert die Challenger. 7 Menschen sterben und die ganze Welt sieht zu. Was ist schiefgelaufen? Drücken wir doch einfach mal auf Stopp und suchen den Fehler. Wie hätte man den Absturz verhindern können? Welches Detail muss man verändern, um die Geschichte neu zu schreiben? Moderator Stefan Gödde reist zurück zum 28. Januar 1986. Der Absturz der Challenger, das größte Unglück der Raumfahrtgeschichte. Kaum zu glauben, oder? Die NASA, der Inbegriff der Raumfahrt. Was kann bei denen denn schon schiefgehen? Finden wir es heraus. Drehen wir die Zeit ein wenig zurück und holen die Challenger auf den Boden. Was genau war das Problem beim Start? Dieser Mann weiß es und wir werden ihn treffen. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich die Geschichte verändern. Wie so oft sind es die kleinen Dinge, die große Auswirkungen haben und am Ende Geschichte schreiben. Na dann, probieren wir doch einfach mal ein bisschen was aus. Okay, diese Kleinigkeiten verändern nicht wirklich was. Wäre auch zu leicht gewesen. Aber ich kann Ihnen verraten, es ist genau so eine Kleinigkeit, die wir verändern müssen, um den Absturz der Challenger zu verhindern. Und welche Kleinigkeit das ist, das finden wir jetzt heraus. Also, von Anfang an. Die Mission der Challenger beginnt bereits 2 Jahre zuvor. 1984 kämpft die NASA mit einem Imageproblem. Trotz hoher Entwicklungskosten gibt es viel zu wenig Starts der Space Shuttles. Das Vertrauen in die amerikanische Raumfahrt soll sich bessern. Die Lösung? Eine große PR-Aktion. Teacher in Space, ein Lehrer oder eine Lehrerin soll Unterricht live aus dem Weltall geben. Insgesamt 11.000 Bewerbungen gehen bei der NASA ein. Eine Frau wird ausgewählt. Die Grundschullehrerin Kristen McAuliffe aus Maryland. Sie soll die erste Lehrerin im Weltall sein. Ein weiter Weg. Über ein Jahr muss sie nun für den Flug mit der Challenger trainieren. Ein Raumschiff, das seinesgleichen sucht. Eins von dreien in der NASA-Flotte. 10 Jahre Entwicklungszeit und Milliarden Dollar stecken im Projekt. Aber wie funktioniert so ein Raumflug mit dem Shuttle eigentlich? Dazu braucht es 3 Komponenten. Das Shuttle selbst, einen externen Tank mit Flüssigtreibstoff und 2 Raketen. So beschleunigt das Shuttle auf 28.000 km/h und überwindet die Erdanziehung. In 45 Kilometern Höhe trennt sich das Shuttle von den Raketen. Sie landen mit Fallschirmen im Atlantik. Weiter geht's mit den eigenen Düsen. Ist der Orbit erreicht, sprengt der Shuttle auch den Tank ab. Er verglüht in der Erdatmosphäre. Nur, was lief beim Start der Challenger schief? Die Challenger sollte eigentlich schon einen Tag früher starten, aber man hat den Start verschoben. Warum? Hat das vielleicht irgendwas mit dem Absturz zu tun? Drehen wir die Zeit einfach mal einen Tag zurück und schauen nach. Da wären wir. 27. Januar, der Tag vor dem Absturz. Die Crew befindet sich auf dem Weg zum Shuttle. Im Prinzip war alles bereit. Warum ist sie nicht gestartet? Wir sind gleich im White Room.
Der sogenannte White Room ist die Zugangsschleuse zum Shuttle. Hier bekommen die Astronauten ihre Ausrüstung und letzte Anweisungen. Erst dann steigen sie ein. Doch beim Schließen der Einstiegsluke gibt es ein Problem. Mission Control, eine Schraube sitzt fest. Roger. Wir unterbrechen den Countdown. Ein Metallgriff an der Luke muss abgeschraubt werden, um das Shuttle startklar zu machen. Doch eine von drei Befestigungsschrauben klemmt. Peinlich für die NASA, wo sie doch eigentlich ihr Image aufbessern will. Ein Milliardenprojekt, gestoppt von einer kleinen Schraube. Und nichts kann sie lockern. Dann, nach über 2 Stunden Probieren, eine Entscheidung. Und die klingt unglaublich. Die Ingenieure geben das Go, den Metallgriff einfach abzusägen. Die Challenger wäre nun endlich startklar. Doch dann schlägt das Wetter um. Ein Sturm zieht auf. Der Wind ist zu stark. Der Countdown bleibt gestoppt. Und deswegen kann die Challenger an diesem Tag nicht starten. Außer wir verändern hier ein kleines Detail. Mission Control, eine Schraube sitzt fest. Roger. Wir unterbrechen den Countdown. Und wir halten genau jetzt die Zeit an. Die Schraube klemmt, aber der Sturm ist noch über 2 Stunden entfernt. Eigentlich unvorstellbar, oder? Eine Schraube, so wie diese hier, kommt dem Raumfahrtimperium NASA in die Quere. Der Start muss um einen Tag verschoben werden. Aber probieren wir doch einfach mal was aus. Würde es helfen, wenn wir noch vor den Winden starten könnten? Also heute, am eigentlich geplanten Starttag. Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Wir müssen den Türgriff schneller absägen. Hier ist die Mission Control. Sie können den Türgriff absägen. Was ändert der Zeitgewinn? Mission Control, wir haben das Problem gelöst. Die Einstiegsluke ist geschlossen. Roger, wir nehmen den Countdown wieder auf. Der Türgriff ist ab, 2 Stunden bevor der Sturm aufzieht. Die Challenger startet, einen Tag früher als in der Realität. Und so wie ursprünglich geplant. Doch das Shuttle explodiert auch heute. Warum? Wo ist der Fehler? Spurensuche in der Gegenwart. Wir reisen in die USA, nach Ogden in Utah. Hier treffen wir den Mann, der die Antriebsraketen der Challenger konstruierte. Kann er uns helfen, herauszufinden, wie wir die Geschichte verändern müssen? Der Ingenieur Alan MacDonald war vor 30 Jahren live dabei. Ja, ich war in der Mission Control an dem Tag, als der Unfall passierte. Es war für uns alle furchtbar. Es war klar, dass diese Explosion niemand überleben konnte. 73 Sekunden nach dem Start. Alan verantwortete als Programmmanager den Bau der Space Shuttle-Raketen. Sie sollten die Crew ins Weltall bringen. Heute ist er im Ruhestand. Aber die Geschichte lässt ihn nicht los. Er zeigt uns den Ort, an dem er die Raketen der Challenger konstruierte. Eine Riesenherausforderung. Aber es war eine tolle Zeit. Wir haben schließlich Menschen ins All gebracht. Aber mit dem Absturz der Challenger hat sich alles geändert. Denn es hatte etwas mit den Raketen zu tun. Bereits ein halbes Jahr vor dem Absturz der Challenger macht der Ingenieur Roger Bascioli, ein Mitarbeiter von Allen, eine fatale Entdeckung. Die Analyse eines anderen Shuttle-Flugs zeigt, es gibt ein ernstes Problem mit kalten Temperaturen. Denn die Feststoffbooster, also die Raketen des Shuttles, bestehen aus mehreren Einzelteilen. Erst am Kennedy Space Center werden sie zu einer Rakete zusammengesetzt. Die Verbindungsstellen sind durch Dichtungsringe aus Gummi abgedichtet. Sie sollen verhindern, dass beim Start heiße Verbrennungsgase austreten. Das Problem? Bei Kälte werden diese Dichtungsringe porös und damit instabil. Ingenieur Roger Bascioli schreibt sofort ein Memo an das Management der Firma. Denn das Problem ist größer als gedacht. Es könnten Menschenleben auf dem Spiel stehen. Doch das Management sieht in den kalten Temperaturen kein großes Risiko. Schließlich liegt das Kennedy Space Center in Florida. So kalt kann es dort nicht werden. Das Memo landet in den Akten. Bis zu dem Tag, an dem die Challenger eigentlich starten sollte. Wir erinnern uns. Control, eine Schraube sitzt fest.
Roger. Wir unterbrechen den Countdown. Es hat sehr lang gedauert, bis sie den Griff abbekommen haben. In dieser Zeit ist ein Sturm auf das Cape zugekommen und der Start musste verschoben werden. Dann bekam ich einen Anruf von meinem Team. Sie sagten mir, das Wetter soll noch schlechter und vor allem kälter werden. Sehr ungewöhnlich für Florida. Für die kommende Nacht sind Temperaturen um den Gefrierpunkt angesagt. Es geht nicht nur um die Mission der NASA, es geht um Menschenleben. Allens Ingenieure sollen eines herausfinden. Was ist die niedrigste Temperatur, bei der wir starten können? Kurze Zeit später präsentieren sie der NASA die Ergebnisse in einer Telefonkonferenz. Ein sicherer Start sei nur bei mindestens 12 Grad Celsius möglich. Angesagt sind Minusgrade. Allen und sein Team raten von einem Start ab. Ich habe gedacht, die NASA verlässt sich auf unsere Expertise und verschiebt den Start um ein paar Tage, so wie wir es raten. Dann könnte der Start ein oder zwei Tage verschoben werden, so dass die Temperaturen akzeptabel sind. Doch das passiert nicht. Ihr müsst die Daten noch einmal nachberechnen. Schnellstmöglich. Plötzlich schaltet sich das Management ein. Sie unterbrechen die Telefonkonferenz und es entsteht ein Streit. Die Ingenieure sind gegen den Start, das Management dafür, aus Angst, die NASA als Auftraggeber zu verlieren. Als dann eine halbe Stunde später der Rückruf kam, war es nicht der Technikchef, sondern mein Boss. Und er sagte, dass sie nochmal alle Daten gecheckt haben. Ein Start ist wie geplant möglich, ohne Einschränkungen. Es gibt keine Probleme mit den Temperaturen. No specific temperature at all. Das ist großartig. Ich danke Ihnen. Wir können starten. Ich habe versucht zu diskutieren. Warum glauben Sie den Managern mehr als meinen Technikern? Das Ding könnte explodieren. Doch es hilft nichts. Mit der Freigabe des Managers Joe Kilminster ist das Schicksal der Challenger und ihrer Crew besiegelt. Der Morgen des 28. Januar 1986. Für Florida ungewöhnlich, Minusgrade in der Nacht. Doch die Challenger soll trotzdem starten. 3, 2, 1. Raketen starten. Nach dem Zünden der Raketen hebt die Challenger wie geplant ab. Zu diesem Zeitpunkt ist ein Dichtungsring in der rechten Rakete durch die kalten Temperaturen porös. Er beginnt durchzubrennen und erste heiße Gase entweichen. Das bekommt zu diesem Zeitpunkt niemand mit. Denn nur eine kaum sichtbare weiße Rauchschwade deutet auf das Drama hin. Während die Challenger in Richtung All fliegt, frisst sich das heiße Gas weiter durch das Leck. 73 Sekunden nach dem Start kann der Dichtungsring das Gas nicht mehr halten. Es entzündet sich. Das Feuer frisst sich durch den Außentank und flüssiger Wasserstoff tritt aus. Die Challenger explodiert. 7 Menschen sterben. Wenn ich könnte, würde ich die Zeit zurückdrehen und die Geschichte verändern. Ein Wunsch, den wir jetzt erfüllen. Mit einem kleinen Detail an einem ganz bestimmten Tag. Es ist der Moment, in dem Ingenieur Roger Bescholli ein halbes Jahr vor dem Start das Dichtungsproblem der Raketen bei Kälte erkennt. In seinem Memo warnt er die Manager vor der Katastrophe. Doch die nehmen das nicht ernst genug. Genau das müssen wir ändern. Time Freeze. Wir halten die Zeit an und verändern die Geschichte. Dafür muss Stefan Gödde die Piloten nicht heldenhaft in letzter Sekunde aus den Sitzen zerren, sondern nur ein paar Knöpfe drücken. Dieses Memo wäre in der Lage gewesen, den Absturz der Challenger zu verhindern, nur hat es nie die Öffentlichkeit erreicht. Das sollten wir doch ändern können, oder? Tja, manchmal braucht man einfach nur den richtigen Adressaten. Das Memo über die gefährliche Schwäche der Raketen als Fax an die New York Times. Das wäre doch eine Story, oder? Nach einem Bericht der New York Times über technische Probleme der NASA Space Shuttle Flotte werden vorerst alle Missionen auf unbestimmte Zeit verschoben. So auch der PR-Flug der Challenger, auf dem erstmals in der Raumfahrtgeschichte eine Lehrerin Live-Unterricht aus dem All geben sollte. Ein Fax zur rechten Zeit an die richtige Adresse. So simpel lässt sich die Geschichte des Space Shuttles neu schreiben. Bei warmem Wetter, ein paar Wochen später, wäre die Mission Teacher in Space ein Erfolg geworden und keine Katastrophe.